Ich bin Hugo Burkhalter, ich bin 67, komme von Remetschwil und wir sind jetzt hier in meinem Ferrari-Reich. Die Sammlung hat einen Wert ca. von einem grösseren Mittelklassewagen. Also ich schätze um die 70'000 inklusive Eintrieb. Ich sammle seit 36 Jahren Ferrari und das war mein erstes Modell, das Einsteigermodell, der Barbie Ferrari. An dieses Modell habe ich spezielle Erinnerungen. Das ist ein 458er Italia und den durfte ich in Maranello selber steuern. Und das war ein Highlight und darum ist es auch eine sehr wertvolle Erinnerung. Ich sitze nicht einmal hier oben und du einfach die Sammlung bestaunen und sage, ja, es ist wirklich eine tolle Sammlung. Ja, es ist auch schön alles aufgelistet und einfach emotional berührt mich das eigentlich. Ja. Was ich etwa muss reinigen muss, sind die Rädchen, weil die haben so ein Silikon drin und mit den Jahren tut sich das wie verflüssigen und dann muss man natürlich die Glasböden da regelmässig auch putzen. Die Rädchen tue ich reinigen, indem ich das Modell rausnehme und auch mit einem Lümpli putze und die Rädchen bei diesen Modellen, wo es geht, ein bisschen drehen, dass dann die Stellen, wo feucht sie sind, an einem anderen Ort sind, dann geht es wieder 2-3 Jahre. Was die Nachfolge betrifft, habe ich leider bis jetzt noch niemand gefunden, der eigentlich Interesse hatte an dieser schönen Sammlung. Und ja, ich würde mich hier, wenn jemand Interesse hat, schweren Herzens trennen, weil ich weiss, gewisses Alter und keine Nachfolger. Und meine Frau würde das wahrscheinlich eher verscherbeln als verkaufen.